zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Und ja, Auktion ist vorbei. Den den Unimog haben wir gleich wieder losgeschlagen an den Jürgen. Und ich schwinge mich jetzt dann in mein Massey Ferguson 93T und dann fahren wir den mal runter. Muss ich gerade nur noch den Diesel suchen. Wo sind wir hin? Ist der Diesel schon weg? Der Diesel, der ist weg. Der kriegt seins geliefert, sein Zeug. Ah, okay. Gut, dann bin ich auch weg. Bis denn, tschüss. 35 kriegen wir noch von Ihnen. Ah ja, genau. Herr Tristelon. Burger, zahlst du dir mit, ja, ne? Und dann der MF, der kostet 16,5. Ach Mist, ich dachte, das haben sie vergessen. Nee. Den hat er schon bezahlt. Nee. Ah, Jürgen, komm. Oh! Dankeschön. Danke auch. Ey, der kürzt über die Wiese ab. Oh, dann wird das dann geliefert. Warum stehen sie überhaupt vor den Case? Tschö. Tschö. Was sind sie gar nicht mit anderen Autos da? Nö, ich kann selber fahren. Achso, Volker. Was ist los? Wollte ich mitnehmen. Nee, brauchst du nicht. Ich habe jetzt hier was zu fahren. Okay. Wird zwar eine Weile dauern, aber passt schon. Gott, so, was muss ich zahlen, Tressler? Dann bis deine Tschö. Ich bring's zu dir. Ah, 35 immerhin. Sind wir ein bisschen unterwegs hier. So, naja. 1000 plus gemacht durch nichts. Durch das kurze Gebot auf den Unimog. Ah, mit dem Unimog kann ich halt auch nichts anfangen. Und der hier für 16.000. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen anderen, der den lieber haben will. Wenn der mir jetzt in meinen schönen Massey reinfährt, dann haben wir aber ein Problem. Ey. Tucker. Gut, ich muss jetzt unbedingt wieder in den Wald. Ich muss unbedingt die Produktion wieder aktivieren. Weil sonst ist es ein bisschen doof. Oh, Zirkus ist da. Schick. Schick, schick, schick. Gut, es dauert halt eine Weile mit dem alten Teil hier. Ich weiß noch ganz genau. Da sind wir immer hier auf der Seite gesessen. Aber wir sind ja keine Sitzchen verbaut. Da sind wir immer auf der Seite gesessen. Vielleicht war es auch noch ein älteres Modell. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, das ist so einer, aber es ist schon so lange her. 30 Jahre.
gar nicht, zu was ich den überhaupt einsetzen könnte. Ich könnte damit Paletten verladen. Könnte ich ein Manitou wieder verkaufen? Aber ich muss auch noch mal den Jürgen anrufen. Hallo? Jo, Jürgen, hi. Moin. Du wolltest mir, glaube ich, so wenn ich mich recht erinnere, noch ein Angebot für einen Pachtwald schicken. Dachte ich. Hab ich dir doch gesagt? Was war denn das? Ich bin hier im Trecker unterwegs in der Masai, da habe ich Zeit zum Nachdenken. Wie viel fährt denn der? 35. Oh ja, geht ja noch. Jo. Das war Wald. Welcher Wald war denn das nochmal? XY. Mir egal. Günstig. Muss sein. Dann haben wieder Wald 11. Oben. Das ist aber ein bisschen weit. Vielleicht die 14 wieder. Oder war das die 14? Na, die 14 hattest du schon mal, ja. Ja, dann nehme ich doch die wieder. Was kosten die nochmal? Weil die Preise haben sich ja auch verändert, ja? Ja, ja. 154.000 Basis. Plus 10%. Minus 25%. Hä? Was rechnest du? Weiß ich gerade auch nicht. Ja, ich will ihn pachten, nicht kaufen. Ist mir auch gerade eingefallen. Ja. Aber was kostet der nochmal? 114.000 knapp. Netto. Ja. Also 125, 50 mehr. Nee, 25 mehr. 30 mehr. Also 140 wird das so ungefähr kosten. Okay. Und Pacht wird er 7.700 plus die 2.000 für mich. Also 9.7. Ja. Okay. Ja, ich muss bei mir oben mal noch gucken. Ich denke, die Woche brauche ich noch nicht, aber nächste Woche wäre es wahrscheinlich notwendig. Wieso? Schreib sie das mal auf, dass sie, oder 7.9, nee, was war's? 9.7 suchen. Ja. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, bist du glücklich mit deinem... Ab nächster Woche willst du den? Jo. Okay. Ja, also der Unimog, der ist tipptopp. Ja, freut mich. Eigentlich hätte ich ihn ja öffentlich versteigern sollen, ne? Eigentlich. Aber hast du ja nicht gemacht, Gott sei Dank. Ja, dann hätte ich mir nämlich den Wald leisten können. Okay. Naja. Gut, dann passt aber erstmal. Danke dir. Jo. Bis dann. Tschüss. So. Wenn ich aber hier einen Frontlader dran mache mit Palettengabel. Muss ich gerade mal überlegen. Dann müsste ich mit dem Händler mal telefonieren. Müsste ich dann mal machen. Aber jetzt stelle ich ihn erstmal nach Hause. Bin schon lange unterwegs von da oben hier runter. 10 Minütchen. Vielleicht werde ich ihn auch gelegentlich mal einsetzen für irgendwas.
Weiß nicht so recht, vielleicht auch nicht. Wird noch rausgeholt dann für die Trägertreffen. Ich muss die Felder noch bestellen, gell? LU anrufen. Gleich. Jo, Folge war ohne hier, hallo? Hallo, ist der Neumann. Hi, schön, dass es so schnell geklappt hat. Ich wollte wissen, was ihr nehmen würdet zum Ansehen. Feld 109 und 81. Zusammengerechnet? Jo, beide. Ruf dich gleich zurück oder mein Mitarbeiter. Jo, passt. Bis gleich, oder? Okay. Jo, passt. Equipment brauchen sie ja keins, können sie ja von mir hier haben. War es überhaupt die 81? Jo. So. Guck ich mal, was da noch für Bäumchen sind, die ich klein häckseln kann. Drei Paletten. Jupp. Ich weiß gar nicht, ich glaube, an den komme ich eigentlich gar nicht mehr ran, aber ich probiere es mal trotzdem. Oh, doch, geht. Nice. Hier. Hi. Hey, kurze Frage, hättest du vielleicht einen Tiefenlockerer? Ja, den 3 Meter, den habe ich. Na gut, weil ich müsste nämlich mein Feld gleich mal umpflügen, weil das ist Gras und ich würde da gerne drauf ansehen. Jo, kannst du dir abholen. Steht okay. Ja bei mir in der Scheune. Ja, wie viel kriege ich denn jetzt so von dir wegen dem Pflügen? Ah, stimmt, da war noch was. Moment.
Einen Fünfer überweise ich dir. Verkauft euch sowieso meine Einzelkorn-Saatmaschine. Ha? Ja, weil ich habe ja jetzt eine und ich will nicht so Mais-Rüben-Technik machen, ich möchte eher so auf Weizen, Raps und so gehen. Okay. Ja, wenn das geht, kein Thema. Sämaschine hätte ich auch eine, die dir dann leihen kannst. Das kann ich habe selber mir die Tage eine gekauft, die ist heute angekommen. Hast du auch noch? Ja, ich überweise dir mal gerade die 5000. Okay. Und den Dings, den kannst du dir einfach abholen. Mach ich dann. Okay. Ja, sagst du aber keinem, dass du das Geld eingenommen hast. Musst auch keine Steuern zahlen. Nee, nee, alles gut. Also, mir ist es ja egal. Ja, alles gut. Ist ja eher ein Freundschaftsdienst gewesen. Genau. Gut. Also. Bis dann, ciao. Ja. Hoffentlich hält er wirklich die Klappe. Das war mein Problem. Gut. Liebe Leute, das war's auch schon wieder von der heutigen Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Ich würde gerne gucken, ob ich den Baum da oben noch krieg. Aber ich glaub's eher nicht. Das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.